Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute in FB wieder eine Bewegung berechnen, gell? Und zwar interessiert uns heute die Bewegung, wenn wir auf einer schiefen Ebene rutschen, gell? Also über das, was wir im Winter ja manchmal machen, gell? So auf Skier, gell? Oder auf der Rodel geht es hinunter auf der schiefen Ebene. Und wir wollen heute diese Bewegung berechnen. Gell? Wir gehen das etwas vereinfachen. Wir lassen da wieder mal den Luftwiderstand weg. Gell? Und ja, da wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. Gell? Und da wollten wir die Bewegung wieder mit Differenzengleichungen bestimmen. Gell? Und zwar die Bewegung auf der schiefen Ebene mit einem Parameter. Und der Parameter ist der Winkel. Gell? Der Winkel der schiefen Ebene, wenn wir da schauen, gell? Also da haben sie einen schönen Artikel geschrieben, da zur schiefer Ebene, und hier haben sie es dann auch in einem Modell dargestellt, gell? Und ja, in diesem Modell haben wir einen wichtigen Parameter, das ist der Winkel Alpha, gell? Und ja, wenn sich der Winkel Alpha verändert, dann verändert sich dann auch die Bewegung, gell? Also je steiler das Ganze der ist, gell, umso toller ist die Beschleunigung. Gell. Und wenn das dann etwas flacher wird und wenn man dann das nicht reibungslos, sondern mit einer bestimmten Reibung dann berechnen, dann kann es uns sogar passieren, dass nichts ist mit Bewegung. Gell. Also wir wollen da schauen, wollen das berechnen, und zwar unter anderem, dass wir dann mal rutschen, gell, und da müssen wir halt die Parameter dann selbst oder vom Benutzer eingeben lassen, gell? Und dann schauen wir, ob das rutscht oder nicht rutscht, gell? Ja, da wollen wir das Ganze da ausrechnen, gell? Also ja, Physikheft rausholen, gell? Und dann wollen wir ausrechnen, wie das da funktioniert, gell? Und ja, und wenn wir diese Bewegung ausgerechnet haben, gell? Also wieder die Geschwindigkeit und die Strecke in Abhängigkeit der Zeit mit Differenzengleichungen, gell? Das Ergebnis wollen wir dann als Diagramm darstellen. Okay, ja, viel Erfolg.